Hans-Christian, ihr bringt heute den Eilantrag Tihange abschalten ins Plenum ein. Was fordert ihr darin? Und wir fordern die Merkel-Bundesregierung noch einmal auf, sich gegenüber der Mitte-Rechts-Regierung in Belgien eindeutig für die schnellstmögliche und endgültige Abschaltung der Schrottreaktoren in Tihange und Doel einzusetzen. Am Wochenende haben die Atomaufsichtsbeamten in Belgien noch einmal erhebliche Sicherheitsbedenken geäußert. Und wenn nun schon diese Behörde, die nicht als besonders kritisch bekannt ist, diese Forderungen erhebt, dann ist es an der Zeit, endlich gegenüber der belgischen Nationalregierung klare Kante zu zeigen. Was hat die Landesregierung bisher unternommen? Die Landesregierung hat seit mehreren Jahren im Rahmen von Konsultationen gegenüber der belgischen Regierung die Abschaltung dieser Reaktoren gefordert. Beispielsweise unser Umweltminister, aber auch die Ministerpräsidentin, auch zusammen mit der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Und wir sind auch der Klage der Städteregion beigetreten als Landesregierung. Das ist gut so, den juristischen Druck aufzubauen, um politisch möglichst rasch zu einer Entscheidung zu kommen. Und hast du eine Erklärung dafür, warum Belgien diese störanfälligen Reaktoren immer noch weiterlaufen lässt? Nun, in Belgien wird seitens der Betreiber und der nationalen Regierung immer wieder auf Versorgungsengpässe hingewiesen. Ich glaube, das ist einmal mehr Zeit daran zu erinnern, dass wir einen europäischen Energieverbund brauchen und dass wir beispielsweise unseren belgischen Nachbarn dabei helfen sollten, den Umstieg auf erneuerbare Energien, auf eine Energieversorgung jenseits von Kohle und Atom zu schaffen. Wir haben dafür beispielsweise stillliegende Gaskraftwerke im Grenzbereich, die könnte man sehr rasch einsetzen, um Engpässe in Belgien dadurch auszugleichen.